Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, bei mir bei eurer Crazy Owl zur aktuellen Wochentendenz vom 8. bis 14. Dezember 2023. Wie immer ist es eine allgemeine Legung, Rollen können vertauscht sein, dieses Video ist zeitlos, diese Legung, und du schaust die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung. Wenn es nicht deine Legung ist, dann mach's auch nicht zu deiner Legung. Wilma ist natürlich auch am Start und wir legen heute mit dem Engel- und Ahnen-Orakelkarten, dem Universal Celtic Tarot, dem Gilded Reverie Lenormand und natürlich gibt's eine Faol-Rune für euch mit dazu. So, und schon geht's los und wir gucken mal, welche Energie am Freitag im Feld ist. So, was haben wir denn da für Freitag für eine Energie im Feld? Drei Karten. Na gut, wir machen mal eine Ausnahme. Wir haben die Königin der Stäbe, die Sieben der Münzen und die Königin der Schwerter. Okay, also Königin der Stäbe, leidenschaftliche Energie, das ist die Femme Fatale im Tarot. Die Königin der Stäbe ist Feuerelement, hier geht es um Kreativität. Die Königin der Stäbe weiß, dass sie das Beste im Leben verdient hat und sie weiß auch, was sie will und ist auch bereit, sich dafür die Hände schmutzig zu machen, ja? Mit den Sieben der Münzen, das ist die klassische Geduldskarte gefallen. Wobei diese in diesem Tarot so zauberhaft dargestellt ist, weil sie diese andere Möglichkeit der Geduld aufzeigt, ne? Wenn ich auf etwas hinarbeite, auf ein großes Ziel, dann steckt da auch die Kreativität mit drin, dass ich mich mit Träumen, mit Möglichkeiten befasse, dass ich den Mund staunend offen habe vor lauter Erstaunen über die Wunder der Schöpfung. Kamera, kannst du mal scharf stellen, bitte? Genau, so wie dieser Junge hier auf dieser Karte eben dargestellt ist. Und wir haben die Königin der Schwerter. Das ist die Königin der Schwerter, ist Luftelement. Hier geht es um Wortgewandtheit, um Intellekt, um Intelligenz. Hier geht es auch um Klarheit. Die Königin der Schwerter ist für mich die Energie einer gebundenen Frau, welche sich selbst aus den Fesseln der Vergangenheit befreit hat. Und mit dieser Energie am Freitag nehme ich wirklich sowohl die Energie war, dass ihr sehr leidenschaftlich, aber auch sehr klug euch vielleicht damit befasst, was ihr ins Leben bringen wollt. Ne? Worauf lohnt es sich für euch zu warten? Welche Wunder der Welt wollt ihr noch erleben und seid bereit, euch daraufhin auszurichten? Wir starten ja mit Beginn dieser Wochentendenz auch in die Sperrnächte. Das sind ja die sogenannten Dunkelnächte, die 13 Nächte vor Wintersonnenwend, die dunkelste Zeit des Jahres, wo wir uns auch so ein bisschen mit der Energie befassen, was hat das vergangene Jahr mich gelehrt, was will ich verabschieden, was will ich ins Wachsen bringen. Und diese Energie symbolisiert das sehr, sehr stimmig, ne? Zu überlegen, okay, wofür brenne ich wirklich und eben aus dieser Herzensleidenschaft heraus diesen Impuls zu nutzen und gleichzeitig den Verstand mitzunehmen, um hier klar und auch strategisch klug vorzugehen. Ja, schauen wir mal, was hier noch das Lenormand ergänzt für Freitag. So, was haben wir denn da? Was ergänzt das Lenormand für Freitag? Da haben wir schon zwei Karten. Ja. Der Ring und die Störche. Also, der Ring steht natürlich für Verbundenheit, für die Liebe, für Verbindungen. Die Störche stehen immer für eine positive Veränderung, können auch Umzüge anzeigen. Und hier geht es vielleicht wirklich darum, ne, Königin der Schwerter, ich werde hier verbindlich, ja, ganz klar und strukturiert. Und mit den Störchen hier auch diese positive Veränderung. Wo wollt ihr eure Schwingen ausbreiten? Wo wollt ihr vielleicht auch euer Nest bauen, ja?
Kann auch eine Verlobung anzeigen, diese Kartenkombination. Und hier geht es vielleicht wirklich so, welche positiven Veränderungen wollt ihr verbindlich für euch angehen? Oder wo sind für euch Veränderungen nötig, damit euer Leben wirklich rund läuft? Der Samstag. Was haben wir denn am Samstag für eine Energie im Feld? Wir nehmen die, die sich umgedreht hat. So, und da haben wir, haben wir die Hohepriesterin. So, die Hohepriesterin ist eine sehr, sehr spirituelle Energie. Hier geht es um Zeichen, um Träume, um Impulse, die ihr über Zeichen der Schöpfung erhalten könnt. Entschuldigung. Es geht um Spiritualität, es geht um die Anbindung an die geistige Welt. Es kann sein, dass ihr vielleicht in dieser Nacht etwas Bestimmtes träumt, was euch hier vielleicht auch ein genaueres Bild über diese Träume und Ziele, die ihr angehen wollt, habt. Und die Hohepriesterin ist auch so ein bisschen die Geheimniskrämerin. Vielleicht, oder die Hüterin der Geheimnisse. Vielleicht gibt es noch das ein oder andere große Ziel in eurem Leben, welches euch selbst noch ein bisschen rätselhaft ist. Aber mit der verdeckten Energie der Sonne kommt hier etwas ans Licht. Ja, wir haben hier zwei große Arcana-Karten. Also es kann wirklich sein, dass ihr hier tendenziell am Samstag irgendeine Art Zeichen oder einen Wink des Schicksals erhaltet, welcher euch genauere Impulse gibt, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Schauen wir mal, was hier das Lenormand noch ergänzt. So, eine haben wir schon. Zwei, drei. Gut, wir haben die Lupe, den Sarg und den Reiter. Okay, also, es geht hier um ein Zeichen, welches ihr erhaltet mit der Hohepriesterin, wodurch etwas ans Licht kommt. Und was hier ans Licht kommt, kann sehr gut mit einem Detail eures hinter euch liegenden Transformationsprozesses zu tun haben. Ne? Mit der Lupe geht es um Details, um genau hinzuschauen. Und der Sarg sagt immer Stirb- und Werdeprozesse und Transformation voraus. Und dieses kleine Detail, das, welches euch bisher vielleicht gar nicht bewusst geworden ist oder aufgefallen ist, wird aber entscheidend sein, denn dieses Puzzleteilchen führt dazu, dass sich euer Leben nach vorne entwickelt, dass hier eine Energieanhebung stattfindet mit dem Reiter, dass hier Dinge in Bewegung geraten, ja, weil dieser kleine Aspekt, der hier transformiert wurde, entscheidenden Ausschlag oder Einfluss darauf hat, wohin eure neue Reise mit diesen Plänen, die ihr hier so im Feld habt, wohin eure Reise hier gehen soll. Spannend. So, gucken wir mal, wie es weitergeht. Was bringt denn der Sonntag für eine Energie ins Feld? Was bringt der Sonntag für eine Energie? Oh, Ast der Kelche, sehr schön. Und wir haben verdeckte Energie, den König der Stäbe. Wir haben hier also ein Königspaar auch schon im Feld. Und mit dem Ast der Kelche steht hier echt eine gefühlvolle Chance im Raum. Hier können Gefühle überfließen, hier können emotionale Chancen sich ergeben. Ne? Das könnte auch wirklich wieder diese Energie sein, überzusprudeln vor Glück, weil ihr eben erkennt, ne? Ihr habt hier große Pläne, ihr wollt eure Träume und Wünsche und großen Ziele, die ihr noch so vor eurem Auge, geistigen Auge habt, die wollt ihr jetzt verbindlich in die Welt bringen. Ja, hierfür wird euch ein spiritueller Impuls, tendenziell am Samstag bewusst, der maßgeblich ist für die Umsetzung und das Voranschreiten in eurem Leben. Und das führt wirklich am Sonntag dazu, dass ihr mit dem Ast der Kelche hier ja wahrlich übersprudeln könntet vor Glück, vor Freude auch. Ne? Hier schweben auch wie so Goldnuggets über diesem Kelch.
Also ja, ich glaube schon, dass hier für den einen oder anderen von euch wahrlich ein Schatz geborgen werden kann. Schauen wir mal, was hier noch das Lenormand ergänzt. Da haben wir es schon. Ja, genau. Ihr öffnet euch mit dem Park für neue Möglichkeiten. Vielleicht ist es auch wirklich so, dass ihr hier euch mit Freunden trefft oder mit eurem Gegenüber trefft oder einfach mit eurem Vertrauten, eurem Lebenspartner, wie auch immer. Und hier wird darüber gesprochen, ne? Hier sind die Vögel gefallen. Zum einen stehen die Vögel für Kummer und Sorgen, wobei ich die Eulenkarte in diesem Lenormand immer eher wahrnehme für weise Impulse, für intuitive Impulse. Und hier geht's auch um Zweisamkeit mit den Vögeln, ja, und auch eine positive Aufregung, weil ihr hier jetzt euch vielleicht mit dem Park bei einem Treffen öffnet und über diese Träume und Wünsche und dieses Ast der Kelche, ne, dieses Übersprudeln vor Glück, hier einfach mit anderen euch auch darüber austauscht und darüber spricht. So, der Montag, das ging schnell, die Sechs der Schwerter. Okay, Montag bringt die Energie des Schlussstrichs mit sich. Die Sechs der Schwerter ist der Schlussstrich. Die Sechs der Schwerter ist auch der Aufbruch zu neuen Ufern. Und wenn ihr hier natürlich, ne, mit großen Zielen befasst seid und hier auch euer Leben in eine positive Veränderung bringen wollt, Kreise schließen wollt und neue Zyklen auch festigen und verbindlich machen wollt, dann müssen natürlich unter alte Geschichten oder unter die Vergangenheit mal Schlussstriche gezogen werden. Ne? Also wenn ich Neues in meinem Leben einladen möchte, muss ich halt manchmal auch ein bisschen altes Zeug entrümpeln, damit da überhaupt Platz ist. Und darum scheint es tendenziell am Montag mit den Sechs der Schwertern eben zu gehen. Ja, hier steht eine Dame noch am Ufer. Sie ist reisebereit, das Boot steht auch schon parat. Und im Endeffekt fehlt wirklich ihre Entscheidung, sich von dem festen Boden unter den Füßen in den Fluss des Lebens zu begeben und auf zu neuen Ufern sich zu machen. Schauen wir mal, was hier das Lenormand noch ergänzt. Die Würfel und die Fische. Ja, hier, da, dürft euch ins Wasser begeben, ne? Wie das Schiff. Schiff steht schon parat und ihr dürft euch wie ein Fisch im Wasser fühlen. Also, hier fällt tendenziell am Montag fallen Entscheidungen. Ja, was will ich hinter mir lassen? Welche alten Ufer möchte ich verlassen? Welche neuen Länder möchte ich entdecken? Hier fallen die Würfel und dadurch kommen die Dinge mit den Fischen in den Fluss. Es kann auch bedeuten, dass ihr vielleicht das ein oder andere finanzielle Risiko hier auch mit diesen Veränderungen natürlich einhergeht, welche es zu berücksichtigen gilt. Das ist einfach etwas, ne, da hilft euch aber die Königin der Schwerter eben mit ihrer Klarheit, mit ihrer Strategie, mit ihrer Intelligenz, dass ihr hier dieses Spiel des Lebens auch in einem guten, fließenden Gefühl euch hineinwagen könnt. So, der Dienstag. Was haben wir am Dienstag für eine Energie im Feld? Und wir haben die 9 der Münzen und den Magier. Okay. 9 der Münzen ist die Unabhängigkeitserklärung. Wenn ihr es schafft, ne, ich glaube, dass diese Legung sehr in Resonanz geht mit den Sparrnächten. Wenn ihr es wirklich schafft, einen Schlussstrich unter diese alten Geschichten zu ziehen mit dem 6 der Schwertern am Montag, dann ist das mit den 9 der Münzen die klassische Unabhängigkeitserklärung. Die 9 der Münzen ist die Singlekarte im Tarot. Das hier ist die gute Partie. Die 9 der Münzen sagt, hier ist Komfort, hier ist Fülle. Hier ist jemand, der sich auf ein solides Fundament gestellt hat, der gut auch alleine klarkommt, der gut für sich selbst sorgen kann. Und mit der großen Arkana des Magiers ist die Energie am Dienstag wirklich so dieses, du weißt, du hast Fülle um dir, du weißt, du darfst dir dein Leben auch mal angenehm gestalten und parallel für diese Träume, die du hier mit dem Magier visualisierst und in die Manifestation bringen möchtest, wird dir auch bewusst,
dass du alles in dir hast, was du brauchst, um das zu tun. Und mit der Begleitung der neuen Münzen, ne, der Unabhängigkeit, des Komforts und der Fülle, kannst du dir sicher sein, dass du deine Ziele auch in die Tat umsetzen kannst. Was ergänzt denn hier noch das Lenormand? Was ergänzt das Lenormand? Da haben wir jetzt gleich drei Karten. Wir haben den Klee, die Vögel und die Sonne. Also ja, auch hier nehme ich nicht wahr, dass es hier mit den Vögeln um Klatsch und Tratsch geht, sondern es geht hier wirklich um mit dem Klee um das kleine Glück, ne? Diese vielen kleinen glücklichen Möglichkeiten zu sehen, die in eurem Leben sind. Diese Fülle, die euch da umgibt auf verschiedensten Ebenen. Und hier auch diese positive, kraftvolle Aufregung, ja, die eben mit der Sonne hier so aus euch hervorbricht. Also vielleicht seid ihr wirklich auch am Dienstag mit diesem Bewusstsein einfach sehr wendig, sehr quirlig, sehr, sehr, ja, das ist so dieses Frühlingserwachen, ne? Also wenn so Kühe, die zum Beispiel im Winter über, den ganzen Winter im Stall waren und dann im Frühjahr das erste Mal auf die Weide dürfen, ne, die gehen mit einer Lebensfreude da auf diese Weide hinaus. Und so fühlt sich das an. Das ist dieses, ja, ich spring und tob und renne über diese Wiese und ich genieße diese durch Licht durchflutetheit und diese Fülle an Möglichkeiten, die mein Leben mir bietet. Diese Energie ist es. Ja, also total, total lebensbejahend einfach. So, der Mittwoch. Was haben wir denn am Mittwoch für eine Energie im Feld? Die drei der Schwerter. Die drei der Schwerter ist der klassische Herzschmerz. Die klassische Darstellung der drei der Schwerter spricht ja wirklich von Liebeskummer, Herzschmerzkarte. Hier nehme ich die Energie aber eher so wahr, schaut mal, diese Dame trauert vielleicht um diesen Geliebten, den sie hier verloren hat. Und um diesen Verstorbenen oder um diesen, ja, ich nehme an, er ist verstorben, blühen hier aber ganz, ganz viele Dinge. Und diese Energie, ganz viele Blüten erblühen hier, ne? Und diese Energie ist vielleicht tendenziell am Mittwoch so im Feld zu den Sperrnächten. Welche Verluste der Vergangenheit habt ihr schon durchfühlt, durchlebt, durchlitten? Und was ist daraus alles erblüht? Denn auch das gehört zu einer gewissen Art, zu der Energie der neuen Münzen. Ne? Diese Unabhängigkeitserklärung, nicht in der Energie, ich brauche niemanden in meinem Leben, sondern in dieser Energie, ich weiß, dass die Herausforderungen, vor die die Schöpfung mich stellt, dass ich denen gewachsen bin, weil ich eben auch aus den Herausforderungen der Vergangenheit gelernt habe, an Stärke gewonnen habe und daraus erblüht bin. So, was ergänzt denn hier noch das Lenormand? Da haben wir den Anker und den Fuchs. Genau. Also es ist wirklich, das Lenormand bestätigt es hier nochmal, die Weisheit, ne, die Schwanzspitze des Fuchses zeigt zum Anker. Die Weisheit liegt darin zu erkennen, welchen Halt ihr bereits in euch gefunden habt, trotz der stürmischen Gewässer, die vielleicht manchmal um euch herum oder auch in euch noch toben. Ja, und das ist dieses, wie ich gesagt habe, ja, man hat schon Schmerz erlitten im Leben, man hat Verluste erlitten, man hat Herzeleid gehabt, Liebeskummer und, ja, und man hat aber hieraus die Weisheit gewonnen, welchen Halt man bereits in sich schon gefunden hat und wie stark man aus diesen Erfahrungen hervorgegangen ist. So, der Donnerstag. Last but not least, was haben wir denn am Donnerstag für eine Energie im Feld?
Die Herrscherin hat sich umgedreht und die vier der Münzen. Mhm. Okay, die vier der Münzen ist ja in diesem Tarotdeck anders dargestellt als im klassischen Tarot. Im klassischen Tarot ist die vier der Münzen die Karte des Festhaltens oder Loslassens. Dort wird oft ein Mann dargestellt, der mit beiden Füßen zwei Münzen festhält, eine Münze in den Händen hält und eine Münze auf dem Kopf balanciert. Somit ist dieser Mensch, weil er so an dem, was er hat, festhält, gar nicht bewegungsfähig. Und oftmals ist es eben im Leben so, dass die vier Münzen dann anzeigt, dass man sich überlegen darf, was darf ich eben loslassen und was möchte ich gerne festhalten. Ja, wir hatten ja hier schon tendenziell am Montag mit den sechs der Schwerter den Schlussstrich. Hier wird unter gewisse Aspekte in eurem Glauben, in eurer Wahrnehmung, in eurem Leben ein Schlussstrich gezogen, weil ihr aktiv am Spiel des Lebens teilnehmen wollt und hier eure Entscheidung treffen wollt. Und diese vier der Münzen nehme ich eher so wahr, dass ihr in dieser Darstellung, ne, hier erblüht eine ganze Menge. Und dieser Herr hat eine Augenbinde. Der lässt sich nicht mehr von den weltlichen Schönheiten oder verschiedenen Blüten, die da vielleicht sein könnten, ablenken, sondern es geht um das Fühlen. Er kann diese Blüten nur riechen, er kann sie ertasten, er kann sie erfühlen, aber er kann sie nicht sehen. Und vielleicht ist das wirklich die Erkenntnis für euch am Donnerstag. Die Schönheit, die Möglichkeiten, den Wert des Lebens an den nicht sichtbaren Dingen festzumachen. Und dafür steht eben auch die Energie der Herrscherin. Die Herrscherin ist die Königin der Königinnen. Sie gebiert neue Welten. Sie erschafft Leben. Sie geht schwanger mit Ideen oder mit einem neuen Menschenleben. Und sie bringt dies zur Welt. Und wenn du erkennst am Donnerstag tendenziell, dass eben das Wunder der Herrscherin oft nicht sichtbar ist oder im Materiellen begreifbar ist, sondern dass es die Dinge sind, die in uns erblühen, die wir erfühlen, erschmecken, erriechen, wahrnehmen mit allen Sinnen in unserem Leben und nicht mit dem weltlichen Vergleich von wer hat mehr und wer hat weniger und wer ist größer, kleiner, dicker, dünner, schneller, höher, weiter, was. Nein, sondern es geht um dieses Fühlen mit allen Sinnen. Ja, und dir bewusst zu werden, dass das, was du zur Welt bringst, sich für dich erfüllend anfühlen darf und soll. Sehr interessante Energie. Ich bin echt gespannt auf eure Kommentare. Schauen wir mal, was hier das Lenormand für den Donnerstag noch ergänzt. Die Routen. Eine nehme ich noch. Ja, sind es zwei, okay. So, die Routen, der Hund und die Blumen. Genau. Okay, Routen steht oftmals für Diskussionen, für Streitgespräche kann das auch stehen, aber auch fürs Durchfühlen. Der Hund steht für Seelenpartnerschaften, für die Treue, für Loyalität, für Freundschaft. Die Blumen stehen für Weihnachten, für Überraschungen, für Treffen, für Geschenke. Und hier ist es vielleicht wirklich, dass mit dieser Energie, dass ihr erkennt, dass wahre Loyalität und Schöpfungsgeschenke eben das ist, was ich vielleicht nicht im Weltlichen, sondern mit allen Sinnen erfühle, dass das die wahre Schöpferkraft in dir ausmacht, das bestätigt hier auch nochmal das Lenormand. Hier wird aufgeräumt mit den Routen, ja, um eben die Geschenke der Loyalität, der Verbundenheit, der Freundschaft, der Seelenverbindungen hier auch wirklich annehmen zu können.
sehr coole Energie. So, und jetzt da fehlt uns noch die Engel- und Ahnenkarte, die uns diese Wochentendenz begleitet. Da haben wir sie schon. Und wir haben Lufthüter, verlagere deine Wahrnehmung. Ja, genau, es geht eben darum, nicht im Außen zu gucken. Wer hat mehr, wer ist höher, schneller, weiter, dicker, dünner, größer, kleiner, keine Ahnung was, nein. Sondern wirklich dieses Wahrnehmen, und das ist so wunderbar dargestellt auf diesen vier der Münzen, das ist genau diese Energie. Das Erblühen in dir, in deinem Leben, in den Möglichkeiten, die dein Leben dir bietet, zu erfühlen, zu erfahren mit allen Sinnen, unabhängig von den weltlichen, visuell geprägten Eindrücken, sondern aus deinem Gefühl heraus, was fühlt sich für dich hundertprozentig gut an? So, und welche Rune begleitet diese Wochentendenz? Ja, als ob es nicht schon genug ums Gefühl ging, kommt hier noch die Rune Lagos. Die Lagos ist das Wasser, das Gefühl. Es geht um das Erfühlen. Als ob ich es nicht schon, glaube ich, 10-mal jetzt gesagt hätte. Die Lagos, hier geht es um das Fühlen. Hier geht es darum, im Fluss des Lebens mitzufließen. Ja, vielleicht auch die Gefühle, die da sind, anzunehmen. Auch wenn es mal vielleicht schwere Gefühle sind, wie hier mit den drei der Schwertern. Ja, und den Verlusten der Vergangenheit. Oder dem Abschiedsschmerz, den die sechs der Schwerter vielleicht mit sich bringen. Aber diese Gefühle anzunehmen und dennoch erkennen, dass auch in diesem Facettenreichtum der Gefühle ein großer, wahrer Schatz liegt. Ja? Solltest du hier noch mit Unklarheiten befasst sein, was eben hier diese Möglichkeiten, wo man das Ruder oder den Kreis seines Lebens in eine neue Richtung vielleicht verändern will, dann kannst du die Rune Lagos auch nutzen und diese auf dein drittes Auge an der Stirn zeichnen. Denn die Rune Lagos hilft dir dann, deine eigene Wahrheit zu erkennen, zu erfühlen und auszusprechen. Ja, so, go with the flow, meine Lieben. Eine coole Tendenz. Ich freue mich auf eure Feedbacks und Kommentare. Sag ganz lieben Dank, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst. Freue mich auch über Feedback, wie euch die Eulenpost fürs Herz gefällt. Und wünsche euch eine zauberhafte Woche. Fühlt euch umärmelt und gedrückt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.